Die allerletzten Spuren zur Tat hat die Spurensicherung hinterlassen. Irgendwann nach Tagesanbruch hat sie ihre Arbeit hier mitten in Blankenburg eingestellt. Da war das Opfer der mutmaßlichen Gewaltorgie, ein 30 Jahre alter Mann aus Halberstadt, schon lange tot und die Nachricht darüber gerade rum in dem Harzstädtchen. Jetzt hat es auch die kleine Provinz erreicht, sozusagen, diese Mord und Totschlag. Also Angst habe ich auch. Früher gab es sowas nicht. Die Hemmschwelle ist dermaßen gesunken heute, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ich war auch nun 40 Jahre Polizeibeamter, bin jetzt schon 15 Jahre fast in Pension. Aber heute möchte ich kein Polizist mehr sein. Es sind nicht immer Ausländer, es sind meistens Deutsche. Gestern Abend gegen 9 war es, als das spätere Opfer mit einer Gruppe aus mutmaßlich 6 Personen in Streit geriet. Alles Deutsche, 4 Männer und 2 junge Frauen. Schnell kam Gewalt ins Spiel. Was genau passiert ist, dazu schweigt die Polizei bislang. Der Halberstädter jedenfalls schwebte bereits in Lebensgefahr, als die Notärzte eintrafen. Kurz darauf starb er in ihren Händen. Früher hat einer mal aufs Auge gekriegt, dann war die Sache gut. Heute wird gleich mit Messer gegriffen. Ob tatsächlich Messer im Spiel waren, auch dazu ist noch nichts bekannt. Die 6-köpfige mutmaßliche Tätergruppe jedenfalls wurde unmittelbar nach der Auseinandersetzung festgenommen.